Hier habe ich den Hammer als Wegmarkierung zurückgelassen. Auf dem Feld war ich noch gar nicht. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was das hier ist. Aber ja, hier waren wir auch schon. Da bin ich aus Versehen runtergesprungen. Aber ich muss ehrlich zugeben, würde es hier geheime Schalter geben? Ich hätte keine Ahnung, wie sie aussehen. Oder wie man diese Bäume los wird. Scheinbar gibt es nicht mal mehr von jeder Etage zwei Karten für die Komplettlösung. Also das Ganze auch ein bisschen schwieriger dadurch macht. So, gehen wir mal hier lang. Hier waren wir zwar auch schon. Da hinten höre ich auch nur noch Rumgeflattere. Dass ich mich erst kümmern sollte. Ja. Hi. Oh, da brennen sie uns erstmal den Warrior gut weg. Bitte. Ja, so ein nutzloser Hammer. Eigentlich nicht. Gucken wir mal, wie der sich bei Talisa so macht. Er macht auf jeden Fall einen dicken Stärkeboost. Okay, und das führt mich einmal hier im Kreis. Oh, hier gibt es nochmal einen Weg nach oben. Achso, das ist der, den ich vorhin gemieden habe. So, das ist aufgedeckt. Ich glaube, ich mache mir gar nicht jetzt die Mühe, hier alles aufzudecken. Gehen wir wieder zurück nach da oben. Erstmal. So, hier sind wir jetzt fertig. Das heißt, hier hinten weiter. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Höhle, sehe ich gerade. War hier noch was? Nee, nicht wirklich. War nur nicht fertig aufgedeckt. So ein Quick Save. Machen wir am besten jetzt einen ohne Karte.
Was haben wir hier? Hähnchenschenkel. Oh, neues Heil-Item. Okay, das sind wieder zwei Drachenfledermäuse. Wieder von den normalgroßen. Au. Das könnte etwas knapp werden. Oh, gut, hat noch gereicht. Das ist was Größeres, so wie die Flügel aussehen. Ein Drachenvampir, okay. Oh, wir sollten aber nicht hier im Weg stehen, wo er uns gleich antargeten kann. Oh, und noch mehr Fleisch. Oh ja, stimmt, ich könnte... Nee, brauche ich jetzt nicht mehr. Die Heilung dürfte da gut hochticken. Hi. Blutsaugen, das kannst du vergessen. Du bist auf jeden Fall ein Boss. Au, du machst Damage. Sehr viel Damage sogar. Okay, wir haben gegen heilen können. Das ist gut. Ja, tu mal ruhig zu beißen. Ist mir egal. So, komm ruhig näher. Okay, Heilerin ist tot, nicht so gut. Jetzt müssen wir dich bis wie tot kriegen, langsam mal. Und das war unser Tank. Okay, was hast du da getoppt? Pulsierender Amethyst. Das klingt wie der Questgegenstand. Und eine Ring. Nein, nehmen wir trotzdem mal mit. Und auch das Essen da. Gucken uns hier noch. Aber hier ist scheinbar nichts.
mehr. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit dem Höllenviech da unten noch anlegen. Wahrscheinlich, um den zweiten gegen Amnetisten zu kriegen. Das Spiel kann echt anstrengend werden, ey. Ja, ein Kompass oder so wäre auch nicht schlecht gewesen, dass ich weiß, in welche Richtung. Bogen des Scharfschützen. Da ich keinen Fernkämpfer habe, der Bogen benutzen kann. Brauchen wir den auch nicht. Ah ja, hier bin ich auf dem richtigen Weg. Genau, da hinten ist nämlich der Eingang in die Brutmutterhöhle. Beziehungsweise Höhlenpatriarchenhöhle. Gott, bist du hässlich. Und du kannst gut zubeißen. Au, du kannst sehr gut zubeißen. Nein. Oh, jetzt hat sie Aggro, nicht so gut. Der könnte etwas heftiger werden, definitiv. Oh, Feuerflut, nicht so gut. Heilerin ist down? Oh Gott, das ist es überhaupt nicht gut. Ich weiß gerade gar nicht, heilen sich Gegner, wenn ich sie, wenn ich wegrenne. Also definitiv für das Vieh brauche ich mal wieder Hast- und Crit-Fiolen. Mit Heiltränken will ich sparsam sein. Erstschlag wäre nicht verkehrt. So, ich muss sofort mit dem Heilen anfangen. Feuerflut sollte ich unterbrechen, ja. Okay, noch sieht's gut aus. Okay, ich sollte solche Sachen immer dann erst unterbrechen, kurz bevor sie getriggert sind.
Weil so habe ich dann mehr Downtime. Okay, Feueratem, kann ich den ablenken? Nein, kann ich nicht. Gilt nämlich nicht als... Oh, scheiße. Ich könnte der Feuerflut auch einfach ausweichen. Hehehe. Nur dem Feueratem kann man nicht ausweichen. Game over. Okay. Kann ich gleich F8 drücken, nur zum Laden. Okay, Feueratem unterbrechen, Feuerflut ausweichen. Gut. Das soll man auch mal wissen. Bei Fetzen und Biss kann ich noch relativ leicht... wegstecken. Genau, der Feuerflut kann ich ausweichen. Gut, 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 gut. Oh, der braucht doch eine Weile, um sich vor der Feuerflut zu erholen. Den Feueratem kann ich nicht blocken. Mist. Okay, den Feueratem kann ich aber. Und die Feuerflut, der kann ich ausweichen. Das ist wirklich gut, dass ich dem ausweichen kann. Wow, da habe ich gerade noch rechtzeitig geheilt. Okay, den Feueratem habe ich zu spät geblockt, aber er scheint nicht viel gemacht zu haben. Und weg ist sie. Oder er. Und hey, das ist ein posierender Smaragd, kein Amethyst. Und das Teil? Nicht wirklich.